Hi, ich bin Elke und heute oder jetzt bei dem Video gibt es mal einen Versuch sozusagen, wie lese ich ein Drehbuch? In diesem Fall als Kostümbildner. Was sagt mir die Bilder im Kopf, die sozusagen so ein Drehbuch quasi ist? Ich habe jetzt zwei Seiten vorbereitet, habe die schon in anderen Sichtweisen als Szenenbildner, als Innenrequisite und so weiter. Gibt es auch andere Filmchen zu? Jetzt versuche ich mal in dem Video zu erzählen, was sagt mir das eigentlich, wenn ich Kostümbildner bin. Und zwar lese ich kurz diesen Text vor und dann erzähle ich was dazu, was ich da beachte als Kostümbildner, wenn ich quasi das auch mit der Regie abkläre, was eine Regie da sehen möchte und was ich da sehe als Kostümbild, worauf ich achte, bevor ich sozusagen losziehe und diese Sachen ran besorge. Vor einem alten Haus, Weg, parkartiger Garten mit viel Pflanzen, Seitentor, außen Tag. Adora Hutsch geht zum Seitentor, blickt um sich, niemand verfolgt sie. Sie öffnet die Seitentür zum parkartigen Garten, schlüpft hinein und sieht sich nochmals um, ob sie nicht doch verfolgt wird. Park-in, verwunschener Weg, durch Park, außen Tag. Adora schaut sich um, schleicht zu dem alten Haus mitten im Park. Die Eingangstür ist verschlossen, sie geht um das Haus herum und entdeckt ein offenes Fenster, klettert nach innen. Büro des Luftschiffkonstrukteurs und Weltreisenden Aaron Ester in Tag. Adora sieht sich um. Der Raum ist voller fantastischer Dinge, die Aaron aus fernen Landen mitgebracht hat. Kuriositäten, Bücher, der Raum ist stark belebt, voll auf einem Schreibtisch liegt wild durcheinander kuriose Dinge. Skizzen, Schreibzeug, der Raum wurde länger nicht benutzt. Enge, voll. Viele Möglichkeiten, wo Aaron Ester sein Tagebuch versteckt haben könnte. Es enthält hoffentlich die Karte von Truchart Island, einer Insel in einem riesigen Fluss im Dschungel. Adora durchsucht Dinge auf dem Schreibtisch, alles staubig, sie hinterlässt Spuren. Adora findet eine Klatte, durchblättert sie und Karten. Auf dem Gang plötzlich Geräusche. Die Tür öffnet sich, hereinkommt Professor Adelbert. Auch er auf der Suche nach den Karten. Aber er wurde von der Haushälterin hereingelassen, die ihm einen Kaffeepott mit Tee anbot, den er nun zusammen mit seiner Brille in der Hand hält. Adora blickt erschrocken um sich, aber die Zeit, um ein Versteck für sich zu suchen, ist viel zu kurz. Sie sitzt also immer noch im Stuhl vor dem Schreibtisch, während die Tür aufgeht. Büro des Luftschiffkonstrukteurs und Weltreisenden Aaron Ester in Tag. Der Professor erschrocken auf Adora schauend. Adora Hutsch. Redepause. Adora Hutsch. Die berüchtigte Adora Hutsch. Was machen Sie hier in Aaron Esters geheimem Schreibkabinett? Adora, Adora stammelt, sammelt sich aber kurz darauf. Ach, wissen Sie, Professor, so geheim ist dieser Raum ja nun auch nicht. Sie kennen ihn ja offensichtlich auch. Und gemütlich machen Sie sich ja auch schon. Adora deutet auf den Teepot, der in der Hand des Professors vor sich hindampft. Professor. Den hat mir die gute Fee von Herrn Ester gemacht. Mrs. Agatha war schon immer eine Perle. Sie war auch so liebenswürdig, mich hier hereinzulassen. Sie scheinen dagegen ja nicht eingeladen gewesen zu sein. Der Professor deutet auf das noch offene Fenster. Also, was machen Sie hier? Adora hat sich unterdessen gefasst, antwortet keck. Ach, wissen Sie, Mr. Ester hatte noch einen Artikel von mir. Er wollte ihn Korrektur lesen, damit ich ihn endlich im Luftpilot veröffentlichen kann. Er sollte nochmals nachlesen, ob die Daten stimmen. Nichts ist peinlicher als falsche Angaben in einer Fachzeitschrift und der Luftpilot steht ja für ausgezeichneten Journalismus. Wenn ich jetzt Kostümbildner bin, da gibt es natürlich immer noch, das sind so zwei Seiten und normalerweise in einem Drehbuch hat eine Seite ungefähr eine Minute. Das heißt, bei einem Drehbuch von 120 Seiten sind es ungefähr 120 Minuten. Ich habe natürlich noch vorneweg und hinterher bei so einer Geschichte, aber was mir das erstmal sagt, ist, dass es ja doch Richtung so Steampunk geht und viktorianisch und eben nicht im Hier und Heute spielt, sondern eben also eine fantastische Geschichte ist. Und was ich da zum einen habe, ist, dass wir außen drehen und wir drehen innen. So, das heißt, sie kommt, hat wahrscheinlich Außenklamotten an. Die legt sie auch wahrscheinlich eher nicht ab, weil sie ja in Eile ist und möglichst eigentlich keine Spuren machen möchte, weil sie ja was sucht, was sozusagen da irgendwo versteckt ist. Das heißt,
Je nachdem, welche Jahreszeit wir haben, entweder Sommer oder es ist Herbst, dann hat sie vielleicht auch einen Schal um oder eine wärmere Jacke an oder. Sie ist auf jeden Fall praktisch bekleidet, sie ist Journalistin. Also sie ist möglichst nicht zu auffällig, aber auch eben, also in ihrer Zeit, in dieser Spielzeit, in die es da geht. Das geht ja nicht um hier und heute, sondern sie ist wahrscheinlich nicht unendlich aufwendig angezogen und nicht für Abendgarderobe und auch so, sondern sie ist eben für normal draußen irgendwo hingehen, irgendwas recherchieren. Das heißt, sie hat wahrscheinlich ein paar praktische Schuhe an, die mit der sie eben auch durch ein Fenster klettern kann. Und wie gesagt, sie hat vielleicht auch eine Jacke an, je nach Jahreszeit quasi. Das erzählt einem der Rest dann schon. So, es muss was Praktisches sein, weil sie hat ja da so eine kleine Sportübung. Die war sie zwar nicht von, es war zwar nicht ihre Intention, durchs Fenster zu kriechen, aber naja, gut, okay, man muss halt als Reporter immer vorbereitet sein und deswegen ist es wahrscheinlich ihr, ich sag mal, ziemlich durchschnittlich, ziemlich normale Kleidung, Straßenkleidung, aber eben auch dem Wetter angepasst. So. Sie hat vielleicht eine Tasche dazu, aber das kann auch sein, dass diese Tasche mit Zeug drin quasi auch von der Ausstattung, von der Requisite erledigt wird. Das kann sein. Muss man abklären, ob man das selber macht oder ob das die Requisite macht. So, dann kriege ich sie da rein. Dann muss ich vielleicht ein bisschen gucken. Es muss ein bisschen praktisch sein. Also es sollten keine hellen Klamotten sein, weil wenn sie sich da irgendwie darüber kriecht, wenn die das fünfmal machen und sie sieht hinterher dreckig aus, dann wird es ein bisschen doof. Dann sitzen sie da innen drin. Also er kommt, der Professor kommt ja rein. Professor ist erstmal wahrscheinlich ein gesetzterer Typ, das ist kein Jungspund, sondern der ist etwas älter. Der ist wahrscheinlich auch etwas edler angezogen, das heißt, er hat wahrscheinlich einen Anzug an. Der ist eben genau nicht sportlich. Der hat wahrscheinlich ein paar Lederschuhe, irgendwas in wahrscheinlich nicht schwarz, aber braun, Brauntöne. Könnte ja sowas wie ein Kurzanzug sein, es könnte auch, es ist auf jeden Fall ein Anzug. Also ich sehe den nicht in irgendwas anderes, ich sehe den in einem Anzug. Und wie gesagt, Brillenträger, also das heißt, er ist wahrscheinlich gesetzter und eben sehr, also edler angezogen. Er ist ja wer. Ne? So, und dann ist ja die Mrs. Agatha, je nachdem, ob man die sieht oder nicht sieht, ist als Perle sozusagen, hat eben eher eine Dienstbotenkleidung an. Eine, ob nun mit Häubchen oder ohne, das müsste man noch klären mit der Regie. So. Ja, wie gesagt, das ist das, was ich da sehe und wo ich dann als Kostümbildner quasi losziehen würde und diese Sachen ranbesorgen würde. Nach den Größen, die ich bekommen habe, quasi von den Schauspielern. Ja. So, die Mrs. Agatha ist vielleicht auch nur ein Komparse, das heißt, ich habe wahrscheinlich mehrere Sachen da und gucke dann, wer vor Ort quasi kommt und als Komparse. Das kann durchaus passieren, dass das eben nicht ganz geklärt ist, sondern so ein Durchschnitt an Klamotten und dann gucken wir mal, was da passt. Könnte passieren. Kann auch sein, dass sie vorher gedresst sind. So. Ja. In der Regel würden die Leute, die das spielen, bei einer fantastischen Geschichte vorneweg sozusagen Garderoben, einen Garderobentag haben und angezogen werden quasi, dass sozusagen die Sachen schon aufbügeln für die passende Rolle sozusagen da hängen würden und man das nicht direkt vorm Dreh machen würde. Bei so einer aufwendigen Geschichte, die ja, also wo nicht mal eben ein Komparse sozusagen drei Klamotten mitbringt, ach ja, das T-Shirt nehmen wir, das T-Shirt nehmen wir nicht. Sondern in dem Falle die müssten ja komplett ausgestattet werden. Das heißt, ich muss fürs Kostümbild eben auch alles besorgen, von Ketten, von weiß ich nicht, dem Häubchen, Ohrring, wenn das getragen werden soll, vielleicht noch eine Anstecknadel, Brosche. Und ja, so. Das müsste ich halt mit vorhalten oder das müsste ich halt mit ein, also in dieses Kostümbild mit einbringen. Was ich dort sehe, sind eher braune Farben, weil das ist ja eine Steampunk-Geschichte sozusagen. Die braunen Töne, vielleicht irgendwelches Karo, Schottenkaro, könnte man mit einbeziehen.
sowas in der Art. Aber es ist, wie gesagt, eher praktische Kleidung, eher edler. Er ist wer, steht eher höher in der Gesellschaft, deshalb er wird wahrscheinlich eher einen Anzug anhaben. Wobei sie eher praktisch angezogen ist. Vielleicht muss nicht unbedingt ein Rock sein. Vielleicht kann es auch sowas Hosenartiges irgendwie sein. Oder wenn es eine Steampunk-Geschichte ist, auch vielleicht ein hochgeraffter Rock oder sowas in der Art, weil sie muss ja da drüber klettern. Das war, was ich lesen würde, wenn ich als Kostümbildner ein Drehbuch lese. Was eine Garderobier liest oder was ein Szenenbildner liest, gibt es in anderen Videos. Schaut mal auf die anderen Videos. Vielleicht ist es ein bisschen spannend, um das mal, diese Berufsbilder mal einfach zu zeigen, was da eigentlich genau passiert und wie man sowas vorbereitet und wie sowas gemacht wird. Wie entsteht ein Film im Art Department?